Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ich habe euch ja gestern etwas über, pardon, der Kragen sitzt nicht ganz richtig, für euch möchte ich schön sein. Also ich habe euch ja gestern etwas erzählt über Clean Language. Und es liegt mir am Herzen, das zu ergänzen mit dem, was ich die Kunst des Coachings nenne. Also Coaching ist eine Kunst, genauso wie Heilen eine Heilkunst ist, ist Coaching eine Kunst. Und so wie ich Coaching verstehe, lässt sich das am besten zusammenfassen in diesem Filmtitel, Der mit dem Wolf tanzt. Ja, denn wenn ich ein Coaching gebe, dann weiß ich erstens, jede Wahrheit liegt immer beim Klienten, nicht bei mir. Ich weiß nichts. Ja? Der Klient weiß alles. Er kennt sein Problem, er kennt den Weg, er kennt die Lösung. Wann immer ich glaube, ich kenne den Weg für den Klienten, übe ich therapeutische Gewalt aus. Und therapeutische Gewalt deklassiert den Coachee, leugnet die Tatsache, dass er in seinem vollen Potenzial ist, zu dem ich ihn ja hinbringen möchte. Also darum, und da passt auch Clean Language so gut, ist Coaching ist eine hochsensitive Angelegenheit, die sehr viel zu Feinfühligkeit einlädt. Adorno hat einmal so schön gesagt, geliebt werde ich da, wo ich mich schwach zeigen kann, ohne Stärke zu provozieren. Das heißt, wenn jetzt der Coachee kommt und sagt, oh, mir geht so schlecht und ich habe so, weiß nicht, Verstimmungen und Ärger und Wut, und ich als Coach sage, ja, da musst du doch nur erstens, zweitens, drittens, dann übe ich therapeutische Gewalt aus. Und dann tut der Coachee vielleicht das, was ich ihm sage, aber es geschieht nicht intrinsisch, es geschieht nicht aus seinem Inneren heraus. Denn diese intrinsische Motivation, die möchte provoziert werden. Das heißt, sie möchte hervorgerufen werden. Und das ist die Kunst des Coachings. Dafür braucht es Feinfühligkeit, es braucht Begegnung auf Augenhöhe, wie immer der Klient sich gebärdet, und es braucht die Fähigkeit, mit den Wölfen im Klienten zu tanzen. Und wenn ihr diese Kunst, mit den Wölfen im Klienten zu tanzen, beherrscht, dann macht ein Coaching eine unglaubliche Freude. Dann könnt ihr jede Coaching-Technik anwenden oder auch sein lassen. Und umgekehrt, alle Coaching-Techniken der Welt nützen euch überhaupt nichts als Coach, wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit den Wölfen des Klienten tanzen könnt. Und in meiner Coaching-Praxis, ich weiß, es braucht sehr viel Schlitzohrigkeit, sage ich so ganz ehrlich, um im Coachee das zu provozieren, was in ihm die Lösung kennt. In meine Praxis kommen Klienten, berichten das Problem und ich ahne schon, wo ich in 5 Sitzungen mit ihm sein möchte. Aber ich sage es ihm nicht. Denn würde ich es ihm sagen, dann würde er sich um seinen Hauptpreis betrügen. Nämlich die Entdeckung seines Potenzials, die Entdeckung, dass er selber die Lösung ist. Also darum sage ich so Schlitzohrigkeit. Adorno sagt ja, geliebt wirst du da, wo du dich schwach zeigen kannst, ohne Stärke zu provozieren. Und diese Idee des Therapeuten, sich aufzublähen, eine Autorität zu spielen, mit seinem Wissen zu prahlen, ist absolut destruktiv für das Gelingen des Coaching-Prozesses. Man sagt ja auch,
Als junges Mädchen versucht man, wie eine erfahrene Frau zu küssen. Und als erfahrene Frau versucht man, wie ein junges Mädchen zu küssen. Übersetzt heißt das, wir brauchen all dieses Wissen im Hintergrund, aber als Coach brauchen wir diesen Beginners-Mind, diese Unschuld, diese Offenheit, diese Bereitschaft, dem Klienten die Bühne zu überlassen, die Bereitschaft, dass seine Wölfe tanzen dürfen. Und wir bleiben in der Mitte und begleiten den Klienten auf seiner Reise der Selbstentdeckung. Denn das Geheimnis ist ja, dass Diagnose ist Heilung. Das heißt, in der Sekunde, wo ein Klient, meinetwegen, der eine depressive Verstimmung hat, die beschreibt und sagt, ja, diese depressive Verstimmung, die fühlt sich an wie ein Druck und sie hat eine Farbe, die ist so und so. Und das alles erzählen kann, wacht in ihm der Beobachter auf, wacht in ihm der Teil auf, der das wahrnehmen kann, der das ja nicht ist. Genauso mit einer Blockierung, mit was auch immer. Und dieses Geheimnis der Entschmelzung, ja, der Entschmelzung von den Problemen, geschieht unmerklich und auf leisen Sohlen. Darum sage ich auch, der Klient folgt schwachen Vorschlägen, wenn ihr überhaupt welche habt, leichter als starken. Also nicht macht das und das, sondern wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn Sie das und das mal ausprobieren. So ganz schwach, ohne Ego-Widerstand. Und der Klient sagt, ach ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und dann schaut bitte nicht siegesgewiss lächeln. Darum sage ich, jeder gute Coach ist ein Schlitzohr. Sondern schaut so, als wenn ihr gemeinsam ein Wunder entdeckt habt. Und diese gemeinsame Entdeckung des Wunders, das ist das, was Coaching zu einem Tanz macht, zu einem Vergnügen macht. In der Bibel lesen wir ja von Lazarus, ja, wo der gesagt hat, Lazarus, komm hervor, und der ist hervorgekommen. Coaching hat so einen Lazarus-Effekt. Das heißt, es geht nur auf Augenhöhe, es geht nur in der Erinnerung. Und dann, ich habe es ja in Clean Language auch geschrieben, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, diese Sitzung abzuschließen. Auch wieder schwacher Vorschlag. Versucht im Coaching nicht mit Gewalt etwas rund zu bekommen. Ja, dann liegt der drei Stunden schwitzend beide hinter nebeneinander völlig fertig. Coaching ist ein Tanz und ich habe es immer in den letzten Jahren geschafft, dass das Coaching punktgenau zum Ende der Stunde fertig war. Dieser Tanz, das ist ein inneres Empfinden. Jede Coachingstunde hat ja einen Rhythmus. Man tanzt miteinander diesen Tanz und am Ende, es ist wie ein homöopathisches Medikament, das ihr reicht. Wenn ihr versucht, so hinzukriegen, dass der Coachee am Ende der Stunde strahlt und sagt, ja, wow, das war's, dann kann es sein, dass er draußen aus der Praxis zusammenklappt, weil ihr ihn nur versucht habt zu pushen. Seid behutsam und ihr spürt dann, jetzt ist die Information gelegt und vertraut diesen Nachwirkkräften. Ja, wenn man ein homöopathisches Medikament gibt als Heilpraktiker, dann erwartet man ja auch nicht, dass nach der Einnahme des Medikaments der Fortschritt bringt, sondern das wirkt und wirkt und wirkt. Also, wir fragen zum Beispiel, wenn jemand eine Blockierung hat oder depressive Verstimmung, ist eigentlich egal was. Wir fragen ganz feinfühlig, ist da noch etwas und gibt es da eine Beziehung? Und dann merken wir, jetzt ist so ein ressourcenreicher Zustand. Vielleicht auch nur, dass das Thema gut erfasst werden konnte, dass er es sehen konnte, dass er es von sich distanziert sehen konnte. Dissoziiert, da ist es. Und es ist eine ganz sanfte Entschmelzung. Und dann ist die Sitzung rund. Und Coaching gelingt dann,
wenn der Klient seine Aha-Erlebnisse hat auf der Heimfahrt. Nicht bei euch. Ja, also die besten Witze sind die Witze, wo derjenige eine Stunde später lacht, ja, nicht diese billigen an der Stammtheke. So, und das ist eine Kunst und das ist wie mit jemandem auf des Messers Schneide tanzen. Und ich möchte noch etwas sagen über Hellsichtigkeit im Coaching. Klingt ein bisschen abgehoben, ist es nicht. Je tiefer ihr euch mit dem Thema Fremdenergien beschäftigt, umso mehr werdet ihr im Coaching die Idee haben, jetzt ist dieser Mensch gar nicht ihr selber. Ihr seht es am Gesicht, ihr seht es am Ausdruck. Und dann seht es und seht aber den Menschen, der er sein könnte, sagt keinem, was ihr entdeckt, sondern haltet weiter diesen Fokus des Vollkommenen im anderen. Und ihr werdet merken, dass mit diesem zweifachen Blick, ich sehe auf der einen Seite das Vollkommene im Klienten und zweitens, ich sehe die ganzen Themen und vielleicht auch diese Fremdenergien, wenn jemand sich verhält wie Vater, Mutter und so und gar nicht er selber ist, mit diesem zweifachen Blick beginnt der Klient von selber sich zu häuten, wie Zwiebelschalen, die sich lösen und die Perle kann hervorkommen. Also so wie ich Coaching mache, ist es ein sehr empfindsamer Prozess. Also mein Coaching ist ein Yin-Coaching. Also im Gegensatz zum Human Design Reading, da rede ich 90 Minuten am Stück und bin sehr yang. Coaching ist für mich wie eine Blume, die sich entfalten möchte und ich gebe den richtigen Dünger, die richtige Wärme, das richtige Wasser. Und begleite den Prozess, bei dem der Klient seine eigene Größe, seinem eigenen Potenzial auf die Spur kommt, das in ihm unmerklich auftaucht, wie ein untergegangenes Atlantis, was wieder hochkommt, oder wie Avalon, das plötzlich wieder Konturen bekommt. Und das ist ein sehr, sehr feinfühliger Prozess. Und wenn jetzt wahrscheinlich Januar 2023 die Jahresausbildung zum Coach bei mir startet, dann wer das möchte, ihr lernt, wenn ihr möchtet, eine Unmenge an Techniken. Ich habe in den letzten 35 Jahren, glaube ich, alles gelernt, was es auf dem Markt gibt. Aber das könntet ihr euch auch in Büchern zusammensuchen. Dann wäre zwar euer Bücherschrank voll, aber das, was man, warum es ein Seminar braucht, weshalb es eine Übermittlung braucht, das hat mit einer Schwebung zu tun, das hat mit einem Gefühl für Prozesse zu tun und mit einem Gefühl, wie man, das ist eine höchst subtile Prozesssteuerung, die man aber lernen kann, das übertragen werden kann über die Spiegelneuronen. Und ja, ich hatte wunderbare Lehrer in meinem Leben. Ja, und einer dieser wunderbaren Lehrer ist dieser Professor Dr. Franz Ruppert, wo ich bei Traumaaufstellungen dabei war. Und da habe ich gelernt, eine Aufstellung muss nicht am Ende rund sein, sondern sie muss wirken. Ja? Und vielen anderen, Andreas Krüger, ja, wirklich ein Genius in schamanischer Aufstellung. Also, ich habe wirklich bei wunderbaren Menschen gelernt und all das, was ich lernen konnte, hat sich in mir zu einem einzigartigen Coaching-Stil zusammengefügt. Wir wissen ja, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und wie ihr Coaching so gestalten könnt, wie ein Tanzen mit dem Wolf, das zeige ich euch gerne. Und wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir. Ich hab euch lieb, wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, euer Klaus.